Wir haben die Chance, 30.000 Euro zu spenden an eine Organisation unserer Wahl. Wie das geht, erkläre ich euch Schritt für Schritt im Video. Zuallererst möchte ich das Spiel vorstellen, mit dem wir das schaffen können. Und ich kann sagen, es ist ein Spiel, das ich selbst immer wieder gerne spiele. Darf ich vorstellen? Clash of Clans. Und das ist meine Base. Da ist schon sehr viel passiert. Ich schlage vor, lass uns nochmal ganz von vorne anfangen. Willkommen, Häuptling. Wir haben schon auf dich gewartet. Warte, die redet ja so. Willkommen, Häuptling. Wir haben schon auf dich gewartet. Okay, das mache ich jetzt nicht die ganze Zeit. Willkommen, Häuptling. Wir haben schon auf dich gewartet. Dies ist dein neues Dorf. Das Leben wäre wirklich perfekt, wenn es da nicht Kobolde gäbe. Wow, was ist das? Noch ein mickriges Menschlein? Nein. Kein mickriges Menschlein. Oh nein, Kobolde, schnell, bau eine Kanone, um dein Dorf zu verteidigen. Ab in den Shop. Und dort kaufen wir für 250 goldene Kanone. Wer möchte nicht auch für 250 goldene Kanone daheim stehen haben? Die stellen wir einfach mal da so hier hin. Pupp, gebaut. Du kannst ein paar Juwelen ausgeben, um die Sache zu beschleunigen. Aber ich glaube, 6 oder 5 oder 4 Sekunden Geduld kann ich gerade noch aufbringen. Yay! Kobolde, Angriff! Na los, ist na los, ist eher so meint das so. Na los, kommt doch, kommt doch, kommt doch. Komm schon, hau sie um. Oh, das ist ja easy. Das ist ja. Puh, das war knapp. Danke, Häuptling, sehr gerne, jederzeit wieder. Das Dorf wurde auf einer Kraftlinie erbaut, deshalb reparieren sich die Gebäude auf magische Art selbst. Gut zu wissen. Die Magier vom Elfenbeinturm sind hier. Um uns zu helfen, nehmen wir das Koboldlager auseinander. Magier sind übrigens meine Lieblingseinheit. Gehen wir zum Angriff mit ihnen. Wir sollen die hier platzieren und die Kanone killen. Macht sie fertig! Die sind so stark. So, und jetzt noch das Koboldhütchen. Easy. Perfekter Angriff. 500 Gold bekommen und 500 Elixier. Das ist die Währung, logischerweise. Die Rohstoffe, mit denen wir hier alles bauen und verbessern. Gut gemacht, jetzt müssen wir dieses Dorf für den Kampf rüsten, indem du einen weiteren Bauarbeiter anheuerst. Dann können wir zwei Gebäude gleichzeitig bauen. Das tun wir, der kostet 250 Emeralds, nee, Gems. Aber ganz ehrlich, ich sag's euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Bauarbeiter zu bauen, tut es, die braucht ihr. Mit Elixier kannst du Truppen ausbilden und Gebäude bauen. Du kannst Elixier aus dem Boden pumpen, versuch's doch mal. Wir bauen auch hier diese wunderbare Elixierpumpe. Der Sammler kann nun eine kleine Menge an Elixier lagern. Bauen wir ein Elixierlager. Auch das bauen wir gerne. Keine Sorge, Spiel, ich gebe nachher noch genug Gems aus. Außerdem brauchen wir einen sicheren Ort für unsere Goldreserven. Ein Goldlager. Habt ihr gesehen? Elixierlager kostet Gold, Goldlager kostet Elixier. Und ihr seht schon, wie groß die Karte hier ist, wie viel man später noch bauen kann. Jetzt sind wir so ganz klein. Später brauchen wir alles. Gold, wir Kobolde lieben Gold. Häuptlinge, wir brauchen eine Armee, um mit diesen Kobolden fertig zu werden. Bauen wir eine Kaserne. Okay. Ich dachte vielleicht noch irgendwie eine Mauer, aber nee, wir bauen eine Kaserne. Hier unten ist noch Platz. Wir haben eine Kanone, wir brauchen keine Kaserne. Habt ihr gesehen? Ich habe die Grabsteine eingesammelt und habe dafür dann Elixier bekommen. Und jetzt lass uns Truppen ausbilden. Auch das tun wir. Einfach draufklicken. Wie viel können wir machen? Wir machen alles, was geht. 20 Stück Ausbildung beenden für einen Gem. Das machen wir. Gut gemacht. Jetzt lass uns ein paar grüne Hintern versohlen. Okay. Wir klicken unten auf Angriff und nehmen die Kobolde auseinander, wie es ausschaut. Oh, auf mehr Spieler freue ich mich schon. Kommen wir gleich dazu. Ey, ich vermute mal, wir sollten hier so gut wie alle Hocken hinsetzen. Ich spare mal ein paar auf. Die schaffen doch diesen kleinen Bogenschützturm. Kommt schon. Nehmt ihn auseinander, Männer. Zu 100% vernichtet. Das war ein toller Kampf. Wie soll man sich in unsere Geschichte an dich erinnern? Definitiv, meine Damen und Herren, als Koroko Laki. Mein Name ist ungültig? Entschuldigung, wie kommt ihr auf die Idee, dass Koroko Laki ein ungültiger Name ist? Dann schreiben wir es halt mit K. Wir sind die Koroko Laken, meine Freunde. Mit dem Gold, das wir den Kobolden abgenommen haben, können wir es uns leisten, das Rathaus zu verbessern. Das tun wir doch gleich mal. Für 1000 Gold und dann bekommen wir ganz viele neue Sachen. Wir bekommen einen Bogenschützturm, wir bekommen Mauern, Elixiersammler, Goldsammler und Kanonen. Gute Arbeit. Dank der Rathausverbesserung können wir jetzt neue Gebäude aus dem Shop bauen. Hier wird dir vorgeschlagen, was du als nächstes bauen oder verbessern könntest. Das ist praktisch. Oben auf den Bauarbeiter klicken und dann sagt er dir, oh hier, neuen Elixiersammler. Bauen wir. Zweiten. Können wir gebrauchen. Erstmal alles Neue hinbauen. Jetzt ist der eine wieder fertig. Jetzt kann er schon was Neues bauen. Die neue Bauhütte. Seht ihr? 500 Gems. Wir werden im Verlauf des Spiels Gems bekommen. Wer es nicht abwarten kann, kann sich welche holen. Aber ich sag's euch, wenn ihr die 500 zusammen habt, investiert sie. Denn mehr Gebäude bauen und aufrüsten können, das ist wirklich ein Vorteil. Für euch zur Info vorab, Kanonen können nur Fußsoldaten angreifen. Bogenschützentürme hingegen können sowohl Fußsoldaten als auch Lufteinheiten angreifen. Am Anfang kommen noch keine Lufteinheiten. Ich habe dir ein paar Herausforderungen gestellt. Dankeschön. Für das Abschließen von Herausforderungen bekommst du Punkte. Manchmal schaltest du dabei auch neue Herausforderungen frei. Wenn du genug Punkte verdient hast, gewinnst du Belohnungen. So läuft das. Belohnungen. Gebäude insgesamt 4000 Gold in Einzel- oder Mehrspielerkämpfen. Das machen wir ganz sicher gleich. Viel Glück, Häuptling. Du schaffst das schon. Tutorial haben wir geschafft. Lass uns gleich mal schauen, ob wir noch... Also bauen ist immer Nummer 1. Die neue Bauhütte können wir nicht bauen, aber wir können Mauern bauen. Das machen wir. Ziehen wir einfach mal hier so eine Mauer, eine Mauerreihe runter, oder?
Für mehr Mauern müssen wir unser Rathaus verbessern. Auch das können wir noch tun. Wir können jetzt ein paar Dinge so ein bisschen in Sicherheit bringen, wo wir sagen, die wollen wir auf alle Fälle nicht, dass sofort angegriffen werden. Zum Beispiel unsere Lager hier. Elixierlager, Goldlager, bisschen in Sicherheit. Rathaus schiebe ich hier ein Stück auf die Seite. Bogenschützenturm packe ich hier zwischen rein. Und dann bauen wir ein paar Gebäude hier einfach davor. Soll ich euch eine Möglichkeit zeigen, wie ihr Gems bekommen könnt? Seht ihr diese ganzen Sachen, die hier rumflischwirren? Wenn ihr die abbaut, habt ihr die Chance, immer wieder mal einen Gem oder sowas dabei zu haben. Ich mache das jetzt nicht am Anfang direkt, weil wir gerade auch Gold und Elixier wirklich brauchen. Wenn ihr später mal was übrig habt, dann macht das. Was ihr unbedingt wieder aufbauen solltet bei nächster Gelegenheit, denn das brauchen wir für das Charity-Event, ist die Clanburg. Aber ihr seht, sie ist teuer. Ihr kriegt es aber alle. Aber wir könnten die Kaserne einmal verbessern, dann kriegen wir nämlich Bogenschützen. Desto mehr Truppen, desto besser. Und glaubt mir, es gibt eine Menge guter Truppen, die wir freischalten können. Das Armeelager zu erweitern ist auch sehr empfohlen, denn dann könnt ihr mit mehr Truppen in den Kampf ziehen, was euch auch wirklich helfen wird und was ihr definitiv braucht. 2000, geben wir das aus? Ich warte noch kurz. Wir haben uns schon unsere erste Belohnung hier verdient. Das sind 2000 Elixier, das sind genau die 2000, die wir brauchen, um das hier abzugraden, dann tun wir das. Und dann stürzen wir uns in den allerersten Multiplayer-Kampf. Dafür gehen wir einfach hier unten auf Angriff und suchen dann, hier oben ist der Einzelspieler, da könnt ihr ganz entspannt die Kampagne gegen die Kobolde durchspielen. Hier unten ist der Mehrspieler, dort suchen wir uns jetzt die Basis von einem Gegner. So schaut die Basis aus, wir können genau schauen, was es zu holen gibt. Zu holen gibt es 850 Gold und 900 Elixier. Angreifen müssen wir ein bisschen aufpassen, da ist eine Kanone, die müssen wir uns schnappen. Und ansonsten, glaube ich, ist nichts da, was uns Ärger machen könnte. Deswegen alle rein für die auf die Kanone. Wir behalten uns noch ein paar zurück. Ich glaube, die müssen wir nicht einsetzen. Die paar Leute schaffen das. Und schon sammeln wir die Rohstoffe ein. Alles meins! Wenn ihr eine Basis zu 50% zerstört, bekommt ihr einen Stern. Wenn ihr das Rathaus zerstört, bekommt ihr einen zweiten. Und wenn ihr 100% abräumt, einen dritten Stern. Desto mehr Sterne, desto besser. So, mit der Beute gehen wir nach Hause und können auch schon wieder Dinge upgraden. Was schlägt er uns wieder vor? Den Elixiersammler, Elixierlager, Elixiersammler. Kommt, zack, upgraden, Goldmine, verbessern. Wir wollen möglichst Rohstoffe reinkriegen, damit wir verbessern können. Was man aber auch nicht vergessen darf, wir können das Rathaus upgraden. Für 4000 Gold können wir das Rathaus in ein nächstes Level bringen und schalten dann eine ganze neue Reihe an Dingen frei, die wir brauchen können. Ein Labor, einen Minenwerfer, Bomben, etc. etc. Denkt immer dran, Rathaus hochleveln ist auch relevant. Wir starten gleich nochmal einen Angriff. Ich will erst noch ein paar weitere Truppen ausbilden. Machen wir noch ein paar Bogenschützen. So viele will ich gar nicht. Die Mischung macht's. Und dann stürzen wir uns in einen nächsten Kampf. Denn was ich euch jetzt noch zeigen möchte, wir müssen auf eine gewisse Sache noch Acht geben. Wenn wir gewinnen, können wir 35 Trophäen einsammeln. Denn merkt euch die Trophäen, wir brauchen die fürs Charity-Event. Gut, der Kampf wird schon ein bisschen schwieriger, wenn wir den nicht machen wollen. Oh, da gibt es sehr, sehr viel Gold zu holen, aber wir können gar nicht so viel Gold speichern. Dann gehen wir unten rechts auf Weiter und suchen uns einen anderen Gegner. Na, irgendeinem, dem wir gewachsen sind. So wie der hier. Was wir jetzt machen ist, wir schauen, dass wir die Kanone hier wieder bekommen, aber die scheinen wir nicht zu kriegen. Aber in der Zwischenzeit schicken wir schon mal Bogenschützen überall außen rum, dass wir alles abgrasen. Kanone ist gefallen. Wir sammeln noch die Rohstoffe außenrum ein und gewinnen dann vielleicht 29 Trophäen. Desto mehr Prozent ihr von der Basis besiegt, desto mehr Trophäen gewinnt ihr auch. Wir gehen wieder nach Hause und ihr seht, 29 Trophäen gewonnen. Die sind wichtig. Während meine Baumeister hier noch fleißig arbeiten, gehen wir mal an die Küste. Hier liegt ein Schiff, das wir gratis wieder aufbauen können, sobald wir Level 4 erreicht haben. Also sollten wir mal schauen, dass wir mit dem Rathaus Level 4 hinbekommen. Dafür fallen wir hier wieder in einem Dorf ein. Und nehmen wieder alles mit, was wir kriegen können. 3 Sterne und viele Ressourcen. So, das Ganze dauert jetzt eine Stunde. Auch hier gebe ich jetzt für dieses Video 19 Gems aus, um mir die Stunde zu sparen. Um das Rathaus auf Level 4 zu bekommen, brauchen wir noch 25.000 Gold. Ich würde gerne mit euch die Clanburg noch aufbauen, denn die werdet ihr brauchen. Aus dem Grund schauen wir jetzt, dass wir so viele Dörfer auseinandernehmen, bis wir genug Elixier haben. Mit dem Sieg haben wir, glaube ich, so ziemlich alle Rohstoffe eingesammelt, die wir brauchen. Also, ab nach Hause. Und dann bauen wir endlich diese Clanburg wieder auf. Los geht's. Die ist instant fertig. Wofür brauchen wir jetzt die Clanburg? Ist doch klar. Hier könnt ihr einem Clan beitreten. Und da könnt ihr dann auch einfach eingeben und suchen. Welchen Clan ihr suchen müsst, zeige ich euch gleich. Ich weiß gerade nicht, ob das ein Fehler vom Spiel ist oder ob das so gehört, aber ich habe 200.000 Bonusgold bekommen. Ich glaube, ich habe das Spiel gehackt. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir mehr Gold aufnehmen können. Dann können wir nämlich das Rathaus Level 4 upgraden. Und ich kann euch das Letzte zeigen, was ihr wissen müsst, damit ihr am besten fürs Charity-Event vorbereitet seid. Wir können Belohnungen einsammeln. Elixier nehmen wir mit. Juwelen natürlich auch. Gold heben wir uns noch ein bisschen auf, weil Gold ist im Moment wenig Platz. Wir haben das Gold beinannt. Ich upgrade auf Level 4.
4 und gebe schweren Herzens 40 Emeralds aus, damit wir schnell weitermachen können. Tada! Rathaus Level 4. Ich habe ein paar neue Gebäude gebaut und Zeug, das schaut ihr euch alles in Ruhe an, müssen wir alles nicht genauer erklären. Wir gehen jetzt zu dem Schiff. Das können wir jetzt gratis wieder aufbauen. Häuptling, das Schiff und die Mannschaft sind bereit, in See zu stechen. Da kommt die Mannschaft, da kommt die Mannschaft, da kommt die Mannschaft. Sie läuft rein und sie ist an Bord. Segeln wir los. Wir kommen jetzt zu einer weiteren Basis. Auch die Basis bauen wir auf, wie wir das vorher schon kannten. Treffen einen neuen Freund. Aber ist ein netter Kerl. Ist ein neuer Baumeister. Lieblingsgebäude vom Baumeister können wir auch hier wieder besondere Truppen erforschen. Und jetzt kommt das Spannende. Auch hier gibt es einen Kampfmodus. Der ist anders wie in der Base drüben, aber auch sehr lustig und unterhaltsam. Und den brauchen wir auch, um weitere Trophäen zu sammeln. Wir bekommen hier einfach random eine Basis gezeigt und müssen versuchen, diese Basis zu besiegen. Und wie ihr seht, das sind ganz andere Barbaren. Die hauen deutlich mehr rein als die vorher. Und auch hier seht ihr, es gibt Trophäen. Die schauen aus wie Hammer. Und wir bekommen auch hier Gold. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, weil ihr habt das Prinzip verstanden. Ihr lest euch das Tutorial durch, ihr spielt das in Ruhe, dann wisst ihr auch, wie das funktioniert. Was man zu dem Dorf dazu sagen muss, ihr könnt es auch erstmal auf sich beruhen lassen. Ihr müsst das nicht spielen. Das sind quasi zwei Spiele in einem. Hier drüben ist immer noch euer Dorf, mit dem ihr euch voll und ganz beschäftigen könnt. Nur wenn ihr mal Lust und Laune nach einem etwas anderen Spielmodi haben und auch nach ein bisschen anderen Truppen, ihr werdet sehen, die Truppen da drüben sind ein bisschen anders, dann schippert mit dem Boot einfach rüber und tobt euch hier aus. Während ich hier im Hintergrund ganz entspannt Rohstoffe farmen werde, erkläre ich euch, wie wir 30.000 Euro spenden können und fahren wir nebenbei Rohstoffe. Danach zeige ich euch meine Base. Wie funktioniert das Event? Ganz einfach. Einmal Spiel kostenlos herunterladen. Link ist in der Videobeschreibung. Dann müsst ihr unbedingt spielen bis zur Clanburg. Dann müsst ihr meinem Clan beitreten. Zeige ich euch gleich, wie das geht. Ganz wichtig, ihr müsst dem Clan beitreten. Dann sammeln wir gemeinsam Trophäen. Und das sowohl in der Hauptstadt als auch in der Bauarbeiterstadt, die ich euch gerade gezeigt habe. Das war das, wo wir im Schiff hingefahren sind. Überall, wenn ihr Trophäen gewinnt, ist super. Und wann bekommen wir 30.000 Euro? Ganz einfach. Wenn wir die Besten sind. Wenn unser Clan der Beste ist in Deutschland, bekommen wir 20.000 Euro, die wir spenden dürfen an eine Organisation unserer Wahl. Wenn wir nicht nur in Deutschland der Beste sind, sondern auch in Deutschland und Frankreich, denn das Event findet in Frankreich und Deutschland statt. Wenn wir die Besten überhaupt sind aus Frankreich und Deutschland, bekommen wir nochmal 10.000 Euro on top. Ich würde sagen, hängen wir uns rein. Wie versprochen, sind wir jetzt in meiner Base. Und ihr seht, es geht hier richtig, richtig zur Sache. Hier sind Drachen, die schauen wir uns natürlich gleich an. Hier sind schlafende Krieger, große, starke Krieger. Naja, wollt ihr sehen, was aus der Kanone geworden ist? Die schaut jetzt so aus. Oder so. Und auch der Bogenschutzturm, ganz verrückt. Das ist mega cool, mit jeder Stufe werden die Dinge irgendwie anders und schauen anders aus. Was ich aber jetzt unbedingt machen muss, ist hier einen Clan erstellen. Clan, Clan, gründen, Clanname. Rokodiles. Ganz genau. Abzeichen. Das gefällt mir. Beschreibung. Rokodiles. Versammelt euch. Rokodiles, versammelt euch. Erstmal alles offen für alle, ohne irgendwelche Requirements. Wir sind natürlich Trophäenjäger, wir wollen Charity gewinnen. Wir sind freundlich. Ressourcen sammeln ist unser Motto. Und definitiv anfängerfreundlich. Okay, freundlich ist mit inklusive anfängerfreundlich. 40.000 habe ich hier easy, wie ihr seht. Ich habe hier einfach 2 Millionen. Die Zahlen sind absurd. So. Koko ist der Anführer. Ihr könnt alle beitreten. Wenn ihr da oben schaut, da steht Progodiles und drunter steht so ein wunderbarer Hashtag. Mit diesen zwei Dingen werdet ihr den Clan finden. Tretet bei, sagt liebe Grüße und schreibt auf alle Fälle in den Chat, wenn ihr Erster seid. Ihr wollt die Drachen aktiv sehen? Ja? Zeige ich euch gleich. Zuallererst zeige ich euch hier in der Bauarbeiterbasis meine Lieblingstruppen. Hexen. Vorneweg gesagt, ich bin nicht der, der da riesig taktiert oder was weiß ich. Ich schicke meine Truppen rein, genieße die Show und wenn ich drauf gehe, gehe ich drauf. Dann mache ich nachher nochmal. Ihr dürft jetzt auch einmal Show genießen. Zack. Truppen, rein mit euch. Ich glaube, ich schlage mich ziemlich gut. Wir haben gleich die ganze Basis zerstört. Fragt nicht, warum es hier eine zweite Basis gibt. Es ist einfach so. Die dürfen wir jetzt auch noch auseinandernehmen. Trophäen eingesammelt, 165% geschafft, können wir nach Hause gehen. Und jetzt die Drachen. Das sieht nach einer Basis aus, die ist gut zu schaffen mit den Drachen. Als allererstes müssen wir die Flugabwehr ausschalten. Das schaffe ich immer nicht ganz, aber ein bisschen. Und dann marschieren wir ein. Also fliegen rein. Ihr seht, Taktik, wilder Haufen.
Gut, auch das haben wir geschafft. War aber eine ganz einfache Base für mich, aber schön zum Vorzeigen, deswegen vielen Dank. Der Link zum Spiel ist unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich bei Supercell für die Gelegenheit, dieses Spiel auf meinem Kanal zu präsentieren. Hoffe, ich treffe euch alle in meinem Clan an. Gut, alle geht nicht. Wir haben eine begrenzte Mitgliederzahl, also seid schnell. Macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch!